wieder so auf 60. Aber so zwischendurch kriegt das einen Rappler und geht auf unter 30. Also ich weiß nicht, was das ist. Es tut mir auch leid, wenn das vielleicht in der Aufnahme dann so sichtbar ist. Ich hoffe nicht, dass es das wird. Weil dieses Spiel ist echt gut. Also ihr müsst... Oh, das ist einfach nur toll. Also wenn ihr eine Empfehlung für ein gutes Spiel haben möchtet, dieses hier. Zwischendurch mal was trinken, ganz wichtig. Trinken, wichtig, ja, sag ich ja immer wieder. So, wenn ihr meint, ich trinke ein bisschen zu viel während der Aufnahme, könnt ihr das auch ruhig kommentieren. Oder ob das für euch okay ist, dass ich so viel trinke. Weil ich kann demnächst mal anfangen zu essen während der Aufnahme. So Flips oder sowas. Ja, aber was ganz Nices. So, haben wir noch Kohle? Bestimmt noch Kohle. Ja, da haben wir Kohle. Aus Erfahrung, 3 Stück müsste für die Nacht auf jeden Fall reichen. Wir machen hier mal den hier und sagen kochen. So, jetzt sieht es auch wieder ein bisschen besser aus. Am meisten, weil hier auch direkt wieder was kommt. Das kommt in unser Hündchen rein. In unser Hündchen, ja. Wuff, wuff. So. Da sehen wir, wird auch langsam immer kälter. Wir müssen uns langsam ranhalten. Also jetzt können wir hier mal gucken. Und zwar Rabbit Hutch. Das sind dann so Mützen, glaube ich. Cobblestones. Wooden Flooring. Das hätte ich ganz gerne. Dafür brauchen wir Wood. Und das haben wir momentan nicht. So, und ich sehe gerade, unsere Nahrung geht gerade echt flöten. So, ein bisschen mehr Wood holen. Dann brauchen wir unsere Nahrung. Wir müssen was essen. Eat. Scha. Bam, bada, bam. Das ist echt, also das haben sie gut gemacht. Das ist gut gelöst. Mal gucken, ob man das dabei packen kann, was man dann denkt. Ich denke mal eine Gemüselasagne. Da war doch irgendwas. So. Müssen ein bisschen mehr Holz hacken noch, bevor die Nacht beginnt, damit wir vielleicht doch noch unser Haus dann am nächsten Tag auch endlich mal anfangen können. Das würde mich langsam mal reizen. Und zwar... Ja, wo ist denn unser Hündchen mal wieder? Da, Hundilein. So, und dann... Hauen wir da noch mal eins drauf, dann sollte das reichen. Ich habe lieber ein bisschen mehr immer als zu wenig drauf. Wooden Flooring. So, und das können wir jetzt auch so herstellen, wenn wir denn genug hätten. Wooden Flooring, genau. Am besten wird er doch weniger dann. So, und wenn man dann jetzt hier mal runter scrollt, da ist das Wooden Flooring. Da kann, sieht man nämlich, da braucht man noch eine Engine für. Checkerboard Flooring, das sind dann die Bodendinger. Ruhentorf. Oder Torf selber herstellen, scheinbar. Matt-Torf. Interessante Sachen gibt es da auf jeden Fall. Ein Strohhut. Oh, unsere Lasagne ist fertig. Eat. Ja, sieht doch schon sehr viel besser aus. Legen wir doch mal das dabei und das dabei. Guck. So, und dich wollen wir braten beim nächsten Mal. Und langsam wird es nämlich... So, dann wollen wir mal gucken, wo wir denn unser Haus aufbauen. Ich glaube, wir hatten ja schon mal so ein bisschen angefangen, aber ich glaube, hier wäre der richtige Bereich. Ah ne, wir müssen dafür nämlich erstmal eine Pitchfork haben. So war das. Also das habe ich wirklich auch schon mal gemacht. Ja, das können wir so ein bisschen da drin lassen. Dann haben wir nicht so ganz problematisch. So, wo ist denn die Pitchfork? Das wäre diese hier. Da fehlt uns gerade das hier. Pitchfork. Ne, das wollte ich eigentlich gerade, wenn überhaupt, gar nicht machen. So. Okay. Wir haben gerade sowieso nichts zum Braten, glaube ich. Wir können mal das hier machen.
Und dann versuchen wir es mal. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal einen Grundriss für unser Haus. Ich würde sagen, das ist schon so ein Minimum, was wir an Hausgröße brauchen. Und dann kann man nämlich hier die Holzdielen hinlegen. Sehr schön. So, und davon machen wir jetzt uns mehrere. Und zwar brauchen wir dafür noch ein bisschen davon. Und dann machen wir uns das direkt daraus. Zack. Nix Holz. So. Da sieht das schon mal ganz gut aus. Wir kommen voran. Mit unserem Holzboden. Da ist unsere Axt, die wir rausgeschmissen haben. Wir brauchen jetzt gerade auch mal eine. Ja, die hier. Wir haben so viele Äxte. Ich habe viel zu viele gebaut. Also ich verpeile manchmal, dass ich Äxte habe und bin dann einfach am Craften. Im Nachhinein haben wir sie eigentlich. So, ein bisschen Holz. Ich hoffe, wir kriegen es auch noch hin, dass wir jetzt hier Stone Walls und alles hinkriegen. Und die brauchen wir nämlich dafür, um ein Haus zu bauen. So, ja, das können wir machen. So, man kann übrigens auch in der Steinwüste sogar Bäume pflanzen. Genauso wie hier. Finde ich noch ein bisschen unrealistisch. Ich weiß nicht, ob sie das rausgepatcht haben jetzt beim letzten Patch. Das ist ja gerade das Cave Update. Ich fände es übrigens sehr, sehr schade, wenn wir hier verlieren werden. Also, es läuft gerade so gut. So. Nach dem nächsten Mal müssen wir dann hier mal... Zack, zack, zack. Jetzt können wir uns die Schippe mal schnappen. Die haben wir nämlich auch noch. So. So. Gut, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt können wir uns mal hier unser Essen holen langsam. Ja, das ist auch praktisch. Man lässt es einfach drin und dadurch hat man dann die Möglichkeit, dass es länger hält vielleicht auch. Vielleicht so ein kleiner Bug noch im Spiel. So, das ist am Kochen. Wir gucken mal. Wir kriegen wieder Fleisch, das ist sehr gut. So. Gut, vielleicht mal die Bodendielen zweimal machen und dann so. Ich weiß nicht, was es ist immer noch und ich glaube nicht, dass das, was es gemacht hat, wiederkommt. Es kann wirklich ein Fuß, also Walrus-Kammer, vielleicht heißt es ja Walrus-Fußabdruck oder sowas. Oh, sehr nice. Also ist das wird. So, jetzt kommt das Problem allerdings, dass uns wieder die Nahrung ausgeht. So langsam. Weil wir immer noch zu langsam haben, was hier Cooking angeht. Also wir brauchen unbedingt mehr Farming Plots. Allerdings würde ich ganz gerne jetzt gucken, was mit den Cutstone-Geschichten ist. So. Also 5 Stück davon. 4 Stück. Ich hoffe, das wird reichen. So. Okay, wir könnten jetzt Haywall. Wir können Stonewall machen. Wir können auch erstmal unsere Kohle da drauf legen. So, Stonewall. Kann man hier unten noch irgendwas machen? Nein, natürlich nicht. So, dann gucken wir doch mal die Stonewall an. 6 Stück von. Okay. Ah, man kann das dann... Also wenn man das zweite Mal dann mit dem drauf macht, wird das dann höher. Ich gehe mal davon aus, das kann man dann mit allem machen. Ich hoffe mal, dass es so ist. So. Und ich hätte ganz gerne... Also da gibt es noch eine ganz interessante Sache. Die ist hier. Lightning. Die hätte ich ganz gerne. Und zwar, wenn nämlich jetzt ein Gewitter kommt... Da werden wir uns auch gleich mal drum kümmern. Ich weiß nicht, ob das da die richtige passende Stelle jetzt wäre, aber...
Ventilator, Rain Motor, genau. Zweimal von dem Seil. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen noch. So, haben wir das da. Okay, und dann sollten wir eigentlich den Rain Motor kriegen. Und das Schöne ist am Rain Motor, das zeigt uns jetzt das Wetter an. So, ich weiß nicht, ob man es jetzt braucht wirklich oder ob es einfach nur eine Spielerei ist. Ich gehe da fast von aus, dass es einfach nur als Spielerei gedacht ist. Aber man kann es ja mal versuchen. So. Gut, noch eine Kohle nachlegen. Uns geht langsam die Kohle aus. Das ist echt nicht gut. So, und dann sollten wir mal gucken, dass wir hier noch mal was reinkriegen. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen warten. Kann man leider nichts gegen machen. Das ist halt auch so eine Sache immer. Das ist in dem Spiel fast normal. Würde ich sagen, dass man, oh, dass man immer wieder wartet. Und wir gucken mal uns an, was wir denn hier noch machen. Shadow Manipulator und Divining Root. Keine Ahnung, was das ist. Dafür brauchen wir diese Nightmare Fuel und Gears. Haben wir hier noch Gunpowder. Aha. Wir brauchen mal Rotten Egg. Wahrscheinlich muss man dafür ein Ei klauen oder so und das verrotten lassen. So, was haben wir denn? Ich weiß, hier zum Beispiel. Use a Shadow Manipulator. Ah ja, wir brauchen den Shadow Manipulator, um weiter zu forschen. Okay. Wäre dieser hier. Ich glaube, einen von diesen Steinen haben wir. Living Lock. Wie man das kriegt, frage ich mich noch. Ja, da von den Steinen haben wir welche. Oh, und wir können uns mal wieder rasieren. Wo ist unsere Rasiergeschichte? Wo ist denn unser Hündchen? Da. Hundilein. Und ich weiß immer noch nicht, was man damit machen kann. Aber vielleicht zeigt er mir ja was an. Wo habe ich das denn jetzt hingetan? Alter. Keine Ahnung, welches das jetzt war. So, zeigt er mir was an? Er zeigt mir viel an, allerdings glaube ich nichts war, wofür ich das gerade bräuchte. Das Einzige, was ich machen können, wäre Haywall. Das wollen wir ja nicht. So. Ah ja, Möhre. Sehr gut. Können wir nämlich mal wieder kochen. So, übrigens für Nahrung gibt es auch noch was Interessantes. Das bräuchten wir auch so schnell wie möglich. Eine Eisbox. Dafür braucht man aber dieses Gear. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ich vielleicht in die Wiki gehen soll und gucken soll, wie man solche Sachen kriegt. Oder ob ich grundsätzlich in die Wiki gucken soll. Wir haben auch noch hier Magic. Sehe ich gerade. Meat Effings, Pinflut. Oh, das so ein Vieh hatte ich, glaube ich, schon mal. Und das wir Ice Staff. Also brauchen Eisstein. Dafür brauchen wir einen Friedhof. Das weiß ich auch. So, wir können erstmal hier wieder einpflanzen. Schön. Ja, warm ist es noch. Wetter sieht gleich danach aus, als ob es Regen gibt. Wäre gar nicht schlecht, dann wird das nämlich direkt hier mal aufgeladen. Und wir schauen mal, dass wir weiterkommen mit unserer Stonewall. Brauchen wir mehr Cutstone. So. Dann machen wir das doch ganz einfach. Wir bauen erstmal. Nein! Mist. So, das Gute ist, dass man doch schon noch drehen kann. Wäre manchmal echt auch angebracht, das zu machen. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr dieses Spiel spielt. Weil manchmal ist das echt ein bisschen blöd, die Sichtweise. Aber ich gebe euch den Tipp, dreht es immer wieder zurück. Ihr kommt nicht mehr klar sonst nachher. Ich hatte das schon mal und ich habe mir gedacht, nein, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Bis ich das wieder rausgefunden hatte. Selbst mit Karte und alles war es doch sehr relativ schwierig. Ihr seht, die Karte dreht sich mit und ist dann blöd.
Naja, gut. Wir bauen hier, ich hoffe, dass es richtig so ist, ein Haus zu bauen. Ich bin mir da nicht so sicher. So, wir brauchen auf jeden Fall dann auch demnächst noch, mehr Stein. Viel mehr Stein. So, Holz, wir haben kein Holz mehr. Hier, wir haben ihn. Ja, kannst du essen. Das ist trotzdem nicht voll. Das ist vollkommen okay. Langsam geht unser Leben auch wieder hoch. Sieht auch gut aus. So, an dieser Stelle, ich weiß, es ist mitten am Tag, werde ich jetzt aber mal unterbrechen. Oder beziehungsweise die Aufnahme für heute beenden. Ich habe jetzt relativ viel aufgenommen. Es wird jetzt so fast eine Stunde schon sein. Zusätzlich das, was heute Mittag noch war. Ja, ihr kennt das ja. Ich hoffe, euch hat das mal wieder gefallen. Und ihr guckt fleißig rein. Und ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal.